Finale um die deutsche B-Junioren-Meisterschaft. Die Arminia aus Bielefeld hat den VfL Wolfsburg zu Gast. Für beide Mannschaften eine Premiere im Finale um diesen Titel. Rein in die Partie und die erste gefährliche Aktion gehört in der 14. Spielminute den Wölfen. Die Arminia, die hier nicht ganz klären kann, und dann der erste Abschlussversuch von Oskar Prokop aus der Distanz. Kugel rauscht da allerdings noch am Tor vorbei. Dann machen wir einen weiten Sprung, denn in der ersten Halbzeit passierte relativ wenig. Und auch kurz vor Ende dieser ersten Halbzeit gibt es nochmal einen Versuch aus der Distanz. Diesmal in Person von Bennett Bröger, der ebenfalls noch zu hoch zielt. Dann auch die Arminia in der Nachspielzeit nochmal mit einem Freistoßversuch. Und auch der wird gefährlich. Tom Krüger ans Außennetz. Und so ging es erstmal torlos in die Pause. Die Arminia, die sich ja im Halbfinale gegen den Titelverteidiger aus Gelsenkirchen hat durchsetzen können. Die Wölfe in einer Zitterpartie gegen die TSG Hoffenheim. Und die Hausherrin auch in Spielabschnitt Nummer 2 mit dem ersten Versuch. Henrik Koch, der die Kugel da klasse festmacht, und da Niklas Tupek mit dem Versuch. Die 60. Spielminute und auch die Wölfe wieder auf dem Vormarsch. Ball hier gut vorbeigelegt und am Ende ist es Elias Aslanidis, der Artem Zaloa da testet. Allerdings der Schlussmann der Arminen, der parieren kann. Die Wölfe versuchen es dann wieder auf dem Vormarsch, allerdings ein Ballverlust im Aufbauspiel. Und das gibt die Gelegenheit für die Gastgeber. Die beste Chance bisher in dieser Partie für Henrik Koch, der sich da super behauptet hat. Allerdings am Ende an Benedikt Börner scheitert. Hätte hier auch querlegen können und dann wäre vermutlich das 1:0 gefallen. Das sollte dann in Minute 74 allerdings erzielt werden durch Nick Czerny. Ein klasse Abschluss da aus der zweiten Reihe. Nichts zu machen am Ende für die Wolfsburger Defensive. Der Abschluss sogar am Ende noch abgefälscht und landet so zur Führung im Tor. Dann ein Aufreger, denn in Minute 75 gibt es erst die gelbe Karte und nur ein paar Sekunden später auch die rote noch dazu. Am Ende war es eine gelb-rote für Krüger. Und die Arminia also nun in der Schlussviertelstunde nur noch zu 10. Allerdings gleich mit der nächsten Toraktion und mit dem 2:0. Henrik Koch setzt sich in der Mitte nach dem Eckball durch, schnell ausgeführt. Czerny hat die Übersicht und findet in der Mitte Koch, der diese Aktion auszunutzen weiß. Klasse da im Luftduell. Durchgesetzt. Wer allerdings dachte, die Wolfsburger würden nun aufstecken, der irrte sich. Bereits gegen die Hoffenheimer zeigten sie ja ihre Comeback-Qualitäten. Und auch in der 87. Minute gab es den Anschlusstreffer. Luis Grobauer mit diesem sehenswerten Treffer. Klasse Kombination. Und dann lässt er dem Schlussmann der Bielefelder da keine Chance. Es sollte also nochmal spannend werden in diesem U17-Finale um die deutsche Meisterschaft. Auch die letzte Aktion gehört den Wölfen, die nun alles nach vorne warfen. Und am Ende Alexander Georgiadi, der nochmal die Chance hat nach einem Fehler in der Bielefelder Defensive hier auf den Ausgleich. Aber es sollte am Ende nicht sein. Der DSC Arminia Bielefeld feiert am Ende den Titel in der U17-Bundesliga. Die erste Teilnahme an der Endrunde. Und die Arminen küren sich am Ende auch zum ersten Mal als Meister.